Hallo und herzlich willkommen beim Echolot-Zentrum in Altenbeken-Schwanau. Ich bin der Ralf Scheipers und neben mir seht ihr Lawrence HDS Live-Geräte. Das sind sicherlich Geräte, da kennen schon die meisten von euch was drüber, habe ich auch schon ganz oft gezeigt. Neu gibt es die Elite FS-Serie, die im Übrigen gleich das gleiche können werden, was ich hiermit zeige. Und viele Nutzer kennen die Elite TI2-Geräte, die auch die gleiche Funktion besitzen, von der ich gleich zeigen möchte. Denn viele benutzen ihre Echolote zum Fische finden, also als Fischfinder, wie man so schön sagt, oder halt auch zum aktiven Fische suchen etc. Aber ganz viele von euch nutzen natürlich auch eine Seekarte in dem Gerät. Vielleicht wissen es einige von euch noch, aber ich habe einige Jahre in Norwegen als Guide gearbeitet. Für mich war da manchmal die Seekarte fast wichtiger als das Echolot selber, denn um irgendwelche Kanten zu finden, Abbruchkanten zu sehen, Erhebungen zu sehen, hat man eigentlich immer die Karte genutzt. Da war mir fast egal, ob ich einen Fisch drauf sehe oder nicht, denn die sind von ganz alleine irgendwann gekommen. Und bei diesen Karten kann man zum Beispiel, wenn man jetzt für so ein Gerät eine C-Map-Karte zum Beispiel verwendet oder eine Karte, die bei Lawrence diese Genesis-Karten sind, die man aus dem alten Programm, alte Bezeichnung war damals Inside Genesis, jetzt heißt es C-Map Genesis, oder auch diese Geschichten Genesis Live, die man noch mittlerweile als Overlay produzieren kann, jedenfalls das Genesis-Kartensystem und das C-Map-Kartensystem, kann in Verbindung mit einem Lawrence-Gerät eine kleine Besonderheit. Bei Navionics geht es leider nicht, aber ich möchte euch mal zeigen, was ihr da zum Beispiel Besonderes mit dem Gerät machen könnt. Ihr geht darauf auf Karte. Ich habe hier jetzt schon mal eine hinterlegt. Also hier ist jetzt eine Gewässerkarte drin. Die werde ich mal eben schnell aktivieren. Die ist nämlich, glaube ich, doch, die ist schon aktiviert. So, jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, unter zum Beispiel den Kartenoptionen die einzustellen. Ihr habt eine hohe Auflösung, die ihr einstellen könnt. Und wieso zeigt er die nicht? Doch, da sind sie schon. Dann werdet ihr als erstes sehen, dass ihr ganz, ganz viele Tiefenlinien auf so einer Karte habt. Ich habe hier im Übrigen bewusst eine Gegend aus meiner alten Region in Norwegen genommen, weil ich weiß, da sind ganz viele verschiedene Tiefenabstufungen, wie man sie jetzt schon in der Karte sieht, damit man das mal vernünftig simulieren kann. Ich habe also jetzt sehr, sehr viele Tiefenlinien eingeblendet. So, jetzt kann ich hier zum Beispiel, wenn ich das Menü etwas höher schiebe, gibt es hier unten eine Schattenfunktion. Und da steht jetzt Tiefe 1 und Tiefe 2 und Benutzer. Jetzt gehe ich mal als erstes auf den Benutzer und sage so, Tiefe 0 Meter kann ich anklicken. So, und 0 Meter möchte ich natürlich mit dem Boot nicht fahren, tippe ich die Farbe an und stelle die, stelle die auf Rot. Weil ich jetzt sage, also 0 Meter will ich nicht mit dem Boot, habe die gespeichert. Jetzt gehe ich auf den zweiten Bereich, der steht jetzt hier bei 12 Meter. Den setze ich jetzt einfach mal als erstes hier oben auf die 5 Meter. Mach OK. So, dann sage ich 5 Meter Wassertiefe, färbe ich mal orange ein, nimm den zweiten. Da steht 24 Meter Wassertiefe. Da mache ich jetzt mal, damit es schneller zu verstehen ist, die 10 Meter von. Zack. Setze als Angeltiefe so einen leichten Gelbton. Dann gehe ich hier, jetzt markiert 37 Meter. Gehen wir dann mal auf die 15. Gelbton hatten wir gerade. Jetzt können wir nicht weiß. Dann nehmen wir so einen Ockerfarben, keine Ahnung. So, und das ganze Spiel können wir so weitermachen. Wir können jetzt zum Beispiel hier die, also mein Finger ist heute mal wieder sehr Touchscreen-konform, die 20 Meter einfärben und die wegen meiner in so einem türkisfarbenen machen. So, und hier unten auf Hinzufügen zum Beispiel, da könnt ihr jetzt noch eigene Tiefenlinien hinzugeben, so wie ihr sie möchtet. Ich nehme jetzt hier mal den Bereich und sage dem Gerät 20, 25 Meter, gehe auf OK, tippe das an und nehme jetzt mal grün. Ah, ne, Quatsch, mein Gott. Den grünen Farbton. So, weil ich jetzt einfach mal sage, 25 Meter ist für mich eine ideale Größe. Könnt ihr noch fortführen, wie ihr das seht, aber ihr habt jetzt hier verschiedene Farbabstufungen. Jetzt mache ich das zu. Die Karte sieht noch genauso aus wie vorher. Und jetzt aktiviere ich die Tiefe 1 und wenn wir jetzt mal einen kleinen Moment warten, dann seht ihr, der verfärbt das ganze Spiel sofort. Der verfärbt das quasi in die Vorgaben, die ich gemacht habe. So, jetzt sind wir ja wirklich in einem Bereich hier, wo es alles sehr, sehr, sehr flach ist, nämlich teilweise Trockenfeld sogar. Jetzt gehe ich mal mit dem Cursor weiter weg aus dem Gebiet und dann seht ihr, einige Stellen werden tiefer und da kommt schon. Da haben wir hellere Stellen und schon habt ihr perfekte Abstufung von ganz flach rot, also quasi 0 bis 1 Meter flach fallen,
über Gelb zu Hellblau zu Grün bis hin zu irgendwann. Jetzt habe ich nur den grünen Bereich eingefärbt. Okay, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, jenseits der 30 Meter will ich alles in Weiß haben oder 50 Meter. Ihr könnt die Bereiche einzeln definieren. Ihr könnt auch hier solche Löcher zum Beispiel markieren und sagen, 40 Meter, 45 Meter, machen wir bitte weiß. Dann seht ihr drumherum alles, wie wir es jetzt haben, in grün. Und ihr habt einen weißen Fleck da drin und wisst, da ist ein Loch, was ihr gezielt angeln könnt. Also diese Geschichte finde ich sehr, sehr interessant. Also man kann es deaktivieren natürlich auch wieder. Dann bleibt die Karte im klassischen Format, wie ihr sie habt. Oder ihr aktiviert es einfach und macht euer Custom Shading. Finde ich persönlich ganz, ganz toll. Man sieht sehr viel. Man kann viel damit anfangen. Man hat nette Karten drin. Und na, ich denke, es ist hilfreich. Also HDS Live. Elite FS, Elite TI2 von Lowrance in Verbindung mit einer CMAP oder einer Genesis-Karte könnt ihr dieses Custom Shading vornehmen. Also ihr könnt definieren, wie ihr die Tiefen haben wollt und euch euer Gerät einstellen. Ich hoffe, es ist ein schöner Tipp gewesen. Einfach mal am Rande, weil solche Karten sind auch wichtig und ein Angler kann ganz viel mit Karten anfangen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.